Radio Hamburg Video. Radio Hamburgs Next Wetterfee. Wir sind in der ganz heißen Phase. Oh ja, hunderte Frauen und Männer haben in den vergangenen Wochen unsere Castingbox gestürmt. Die 10 Besten hat unsere Jury fürs Halbfinale in der letzten Woche ausgewählt. Und die haben sie alle bei uns gehört. Jeden Morgen 2. Wir werden hier gleich 10 Umschläge haben, hier bei uns im Studio. Auf jedem steht einer eurer Namen und drin ist das amtliche Endergebnis. Und das bedeutet natürlich immer eine Runde weiter oder raus. Und diese Ergebnisse lese ich euch jetzt natürlich noch nicht vor. Nein. Aber Nadine und Sanja, euch brauchen wir natürlich gleich. Und Sahid werden wir anrufen, denn ihr drei seid gleich die Ersten. So, hier steht das Ergebnis. Für Nadine Pospich aus Marienthal. Das amtliche Ergebnis. Möchtest du das überhaupt wissen? Ja, bitte. Schön, das ist eine doofe Frage, kann man noch einbauen, ein bisschen verlängern. Also bis 13, 14 Uhr heute. Ach, nein, spannend. Machen wir nicht. Wir machen es natürlich spannend, aber auch schnell, keine Sorge. Kurz und schmerzlos. Nadine, 0,98% der Radio Hamburg-Hörer möchten dich gerne als neue Wetterfee jeden Morgen hören. Das reicht nicht, damit bist du auf Platz 9 gelandet und raus. Okay. So. Sahid, auch du hast natürlich Radio Hamburg-Hörer davon überzeugen können, dass du der Richtige für diesen Job bist. Und hier ist das amtliche Endergebnis. 4,68% der Radio Hamburg-Hörer möchten dich gerne als neue Wetterfee jeden Morgen hören. Das reicht nicht. Das heißt, du bist auf Platz 7 gelandet, Sahid. Ja. Und damit raus. Kann man leider nichts machen, aber war trotzdem schön. Ja, danke schön. Das fanden wir auch. 1,20% der Radio Hamburg-Hörer möchten dich gerne als neue Wetterfee jeden Morgen hören. Und das reicht natürlich auch nicht ganz. Das heißt, du bist auf Platz 8 gelandet und damit raus. Trotzdem vielen Dank, dass ich hier sein durfte. War eine super Erfahrung, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Fangen wir mit Madita an, okay? Madita van Hülsen. Hier ist der Umschlag mit dem Ergebnis. Seit 9 Uhr steht es ja fest. Bis 9 Uhr haben die Radio Hamburg-Hörer entschieden, wer weiterkommt. Wir wollen es dir ja so leicht wie möglich machen. Madita, was muss ich denn tun? Wir wollen deine Nerven nicht über alle Maßen strapazieren. Wir wollen nicht, dass du jetzt alle Finger und Zehennägel abkaust. Zu spät? Horst macht das gerne, glaube ich schon. Deine Finger, ja. Okay. Madita, du bist weiter. Ja! Oh Gott, ein Glück, ein Glück. Oh, danke. Madita schön. Ist danke, weiter. Danke. 24,85% der Radiohörer möchten dich als Wetterfee jeden Morgen hören. Oh, ich flenne gleich, danke. Oh. So, Umschlag ist geöffnet. So, was denkst du jetzt gerade in diesem Augenblick? Nee, gar nichts mehr. Okay, dann wollen wir das nachfüllen. Hier ist das amtliche Endergebnis. Sarah Berg aus Winterhude. 23,96%. Nein. Der Radio Hamburg-Hörer möchten dich gerne als neue Wetterfee jeden Morgen hören. Oh Gott, ihr seid ja genial. Du bist auf, na, die Hörer sind's. Du bist auf Platz 2 gelandet und damit weiter. Juhu! Das gibt's doch gar nicht, Mensch, wie krass ist das denn? Das ist nicht nur krass, das ist auf jeden Fall die Top 3 für dich. Patricia Keimers aus Wilhelmsburg. So, Moment. So,
Das amtliche Endergebnis des Votings der Radio Hamburg-Hörer unter radiohamburg.de: 8,84% der Radio Hamburg-Hörer möchten dich gerne als Wetterfee jeden Morgen hören. Das reicht nicht. Damit bist du genau in der Mitte, nämlich auf Platz 5 gelandet und damit raus. Okay. So. Hier stehen Zahlen drauf, Buchstaben, alle in der richtigen Reihenfolge. Cecile. Der Radio Hamburg-Hörer möchten dich gern als neue Wetterfee jeden Morgen hören. Das reicht nicht ganz. Damit bist du auf einem guten 10. Platz gelandet. Und raus. Mag er nicht. Ein Musi lässt es sein. Ist das Ergebnis für Saskia Naumann aus Bergedorf. 4,91%. Der Radio Hamburg-Hörer möchten Sie als neue Wetterfee jeden Morgen hören. Das reicht nicht. Das heißt, Saskia ist auf Platz 6 gelandet und damit raus. So, jetzt haben wir noch zwei. Die Radio Hamburg-Hörer waren von dir nicht besonders begeistert. Sie waren ganz besonders begeistert. Das heißt, du bist dabei! Nein! Ja. Oh Gott! Oh mein Gott! Oh Gott, Hilfe! Glückwunsch! Oh Gott! Super geil. Lasse, ganz fair wie alle anderen auch, nimmt Nathalie aus Winterhut in den Arm, gratuliert ihr. Großartig, herzlichen Glückwunsch! Ja. Und für Lasse auch ein tolles Ergebnis, Platz 4 mit 13,31%. Ja, sehr cool. Vielen, vielen Dank an alle. Vielen Hunderten von Bewerbern wurden 10. Aus den 10 wurden 3. Und diese 3 sind jetzt bei uns hier im Studio in der Spitaler Straße. Nochmal herzlichen Glückwunsch an euch 3. Danke. Ja, das sind Madita van Hülsen aus St. Pauli. Madita, wie fühlst du dich jetzt? Ich fühle mich im Moment recht entspannt, bin super glücklich und möchte nochmal vielen, vielen Dank sagen. Sehr gerne. Dann ist natürlich noch Nathalie Strauß aus Winterhude dabei. Nathalie, wie fühlst du dich jetzt? Ja, ich bin sehr, sehr erleichtert und bin auch ganz, ganz glücklich, dass ich jetzt so weit geschafft habe. Ja. Danke, liebe Radio Hamburg-Hörer. Ich finde das auch so großartig, weil der Zusammenhalt unter euch 10 war ja auch wirklich großartig. Ihr habt euch geherzt an die Hände genommen, das war wirklich großartig. Wie fühlst du dich, Sarah? Ja, also ich bin immer noch so mega aufgeregt. Ja. Ich bin total mega happy und glücklich, aber echt immer noch unter der Anspannung so. Das glaube ich. Wir freuen uns auf jeden Fall auf jede von euch und jede von euch wird sich jetzt einen Tag lang, einen Morgen lang nicht nur den Radio Hamburg-Hörern stellen, sondern auch der Jury stündlich. Morgen früh um 5 geht es los. Da gibt's nur eins, schalten Sie ein. Mehr Videos und Podcasts unter radiohamburg.de.